sagt dort auch nochmal guten Morgen. Also einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. 10. März, 8.33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir haben auf dem rechten Bildrand, ja, the big number, 1400, direkt darüber der Daily Pivot. Eine Konstellation, die nicht immer so ideal ist, weil der Daily Pivot natürlich auch gerne angetradet wird. Ja, das wäre eine Möglichkeit für eine Box. Wir platzieren hier die Pending Order. Die andere Möglichkeit wäre 10.500 und sonst wäre dann noch eine Blue Box eventuell. Blue Boxen, jetzt schauen wir uns mal an. Gestern Abend 14er, 14er, 13er, oh, seitwärts, sehr, sehr ruhig. Schaut euch das mal an. Hatten wir lange nicht. Das sieht aus wie eine blaue Autobahn. Hier von Boxen, die einander gereiht sind, 19 Uhr, also auch nicht in unserer Trading-Zeit. Ja, 38, 47, dann eine 16er Box, die hätte ich gerne getradet. Ja, aber auch hier 13.30 Uhr außerhalb der Zeit. Das waren die Trades, die wir gestern gemacht haben und blicken dann hier nochmal in die Avola-Boxen rein, gehe hier auf den 5-Minuten-Chart und sehen auch hier rein, raus, auch hier haben sich die Boxen aneinandergereiht, die Vola. Und hier war gestern früh, da spielte die Musik. Wenn ich das jetzt mal ein bisschen kleiner mache, messen wir mal die Trading Range ab von gestern. 170 Punkte, alles in Ordnung. Heute Morgen liegen wir bei 35. Auch das ist der Durchschnittspreis oder die Durchschnittsbewegung an einem frühen Morgen um 8.35 Uhr. Das heißt, wir warten hier auf die Vola-Boxen. Wann kommen die Vola-Boxen und wie kommen sie rein? Auch da blicken wir einmal auf den Chart. 14.485. Also 14.485. Das wäre dann hier auch von gestern hier oben. Also stärker. Oder 14.330. Das wäre darunter. Also 14.485. Wären denn die Vola-Boxen und dann hier zu 70. Da oben kommt die Box rein. Also 85, wir können das auch hier hochschieben schon mit der Maus, da, falls es schnell gehen sollte. Gut, wie immer schauen wir uns die großen Zeitebenen an und fangen heute an mit Gold. So, ich mache das mal ein bisschen größer. Wir haben gestern beim Gold die Unterstützung mal eingezeichnet. So, Gold liegt bei 1714, rechte Maustaste, Vorlage, Tagesstrategie Pro. Und da sehen wir auch hier Boden erstmal gefunden, blaue Sonne, eine blaue Kerze fehlt hier aber noch in diesem Markt. Und wir gehen auf the DAX, All-Time High, brauchen wir auch nicht so viel zu erzählen, ist also auch dort fest im Sattel. Der nächste Markt ist dann Öl, auch den haben wir gerade angeschaut. Öl hat erstmal bei 67 gestoppt, kommt jetzt ein bisschen zurück. Technologiebörse, Nasdaq, ja, einmal hoch, einmal runter und gestern gab es hier einen leichten Aufwind, Tesla gestiegen und Co. Ja, also aber noch kein Long-Einstieg oder Wiedereinstieg in diesen Markt. S&P 500, auch stabil, aber auch hier noch kein Gegensignal und wir haben immer noch die rote Sonne. Das heißt, wir sind immer noch Orientierung auf den fallenden Bereich. So, Dow Jones war das nicht. Das ist der Dow Jones. Dow Jones, ja, haben wir die rote Sonne, die weiter springt. Also es hat nicht gereicht, hier diese Tiefs, um einen Boden zu identifizieren nach unserem Regelwerk. Insofern ist der Markt noch anfällig auf Rückschläge nach unten aktuell, laut unserer Strategie. Bitcoin 54, also er kreist hier um die 50er Marke herum, das ist die Box. So, das heißt, wir haben hier oben 57, das Tief 44, das ist die Schwankung
im Bitcoin aktuell. Okay. Wir warten also ab. Es ist 8.38 Uhr und wünsche allen, die heute dazugekommen sind, einen erfolgreichen Tag und melde mich dann gleich nochmal. Muss ich auch Aufzeichnung drücken. Also, wir sind short im ersten Trade. Das hat lange gebraucht. Die erste Stunde war Training, mentales Training. Und vielleicht gehört uns die zweite Stunde von 10 bis 11. So, es schiebt sich langsam rein. 72, die Gegenorder liegt bei 85. Die Take Profit Order liegt im ersten Trade immer relativ eng bei 59. Das muss der Markt hier machen. Melde mich dann gleich nochmal. Ich mache mal hier die Aufzeichnung. YouTube 10.02 Uhr. Wir sind immer noch im ersten Trade. Noch nicht mal eine Aufschaukelung hier. Und der erste Trade nimmt jetzt Anlauf. Wir haben das Gewinnziel liegt hier bei 59. Ja. Also sind noch auch weit entfernt von unserem Tagesziel für heute. Aber das gehört auch dazu, Ruhe bewahren, sich an seinen Plan zu halten. 10.03 Uhr, durchaus denkbar, dass wir vielleicht gleich unsere blaue Linie erreichen. Und wir brauchen noch einen Punkt. Lange nicht gehört, dieses Geräusch am Hafen hier. Also, Trade ist in den Gewinn gelaufen. Tag Nummer 902. Und ich bedanke mich recht herzlich und wünsche euch allen noch gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum. Wir versuchen zumindest weiterzumachen. Zaubern können wir nicht. Die Vola ist sehr, sehr gering. Ich werde hier nochmal die Vola-Box bespielen, mehr oder weniger, oder platzieren. Ja, die andere Box liegt bei 1400. Und ja, wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Also liebe Grüße und dann bis morgen.